Probieren, Forschen und Entdecken. Das war heute das Motto für rund 100 Kids, passend zum Tag der Forscher. Im Innenhof vom Schloss Reith wurden extra 10 sogenannte Wissensduschen aufgebaut, an denen die Kinder spielerisch lernen konnten. Diese klassischen Warum-Fragen, die Kinder stellen, die Eltern sicherlich oft nerven am Anfang. Aber wir wollen, dass die Warum-Fragen gestellt werden und dass dann überlegt wird, Mensch, wie geht das denn und komme ich denn auf die Lösung? Und Lösung ist ein gutes Stichwort, denn bei einer Station ging es um die richtige Rezeptur für stabile Seifenblasen. Und natürlich auch um die richtige Technik, wie die Seifenblase richtig groß wird. Je mehr Schaum ihr habt, umso schlechter fliegen die. Also nicht rühren, reingehen und ziehen. Ich muss noch zweimal machen. Nee, nicht rühren. Einfach nur reingehen. Sonst kriegst du die nicht. Siehst du? Zwar machen die Kinder auch in der Schule und im Kindergarten Experimente, aber das gemeinsame Forschen hier macht den Kindern noch viel mehr Spaß. Kann man so Sachen bauen, zu malen, das finde ich noch am besten. Was anderes mal zu machen, ist wirklich besser, als immer in der Schule zu sein. Das macht so richtig Spaß mit diesen Sachen. Das ist gut, denn dann muss ich auch heute eine Hausaufgabe machen. Es macht einfach auch Spaß, solche Sachen vorzubereiten, wenn man sieht, dass die Kinder und auch die Pädagogen, die mit ihnen arbeiten, also mit so viel Spaß und Neugierde dabei sind.